Naja, sieht relativ ausgeglichen aus. Und Delpan noch mit 100. Kann die Runde da entscheiden, würde ich sagen, aber Kick gewinnt auch die zweite Knife Round. Ich weiß nicht, was du meinst, CSS Game Over mit Moose. Maus. Maus und ich? Wieso, was soll denn da mit mir laufen? Ach, ich bin der neue Ach, nee. So, auf geht's. Pistol Round auf DDoS2 und Team Property darf tatsächlich sogar als CT anfangen. Bombe orientiert sich Richtung Katas. Mal sehen, ob Kick... Ja, Kick wahrscheinlich sich gedacht, okay, T lief gerade deutlich besser. Oh, und setzt dann sofort den ersten Headshot vom Mutiris. Und geht sofort Mitte raus. Es wird ein B-Split. Kann Emilio da vielleicht sogar noch was holen. Die Smoke ist sehr, sehr gut. Die Smoke, die Nate auch. Macht den ersten, macht den zweiten. Emilio, schön gespielt. Mit Fire pusht da zusammen die Mitte. Das ist sehr, sehr gut gespielt jetzt. Genau richtig reagiert von Team Property. Spitfire mit dem nächsten gegen Ryze. Oh, 2-on-4, Rome. Und jetzt ist es Fox alleine. Fox alleine. Und Fox holt die Runde. Fox holt die Runde für Kick. Holt da drei Mann. Das ist eigentlich nicht holbar gewesen für Kick, für Fox. Aber Fox macht den 3K da. Ich glaube, war es doch 3K perfekt. Holt das 1-on-3. Safety-Bombe. Und Kick geht mit 1-0 in Führung hier auf DDoS2. Trotzdem, das war nicht schlecht gespielt. Man, Emilio, eine super Smoke. Schafft sich dadurch super viel Raum. Die Nate sitzt gut. Und Spitfire pusht dann auch durch die Doors. Lässt B komplett offen. Das ist gut gespielt. Genau richtig gespielt, dass man da nicht noch auf B fightet. Aber... Trotz alledem holt Kick mit der Einzelaktion von Fox die Runde. Und wenn nicht Fox, wer sollte es sonst machen bei Kick heute? Mutiris über kurz gegen Jumpy. Ryze kommt über lang, kann den Headshot setzen gegen Zed. Emilio noch gegen Rome, erfolgreich. Oh, setzt er noch einen Headshot gegen Ryze. Hat aber selber Low HP, wird da gleich fallen, fällt. Spitfire noch mit einem schönen One-Click gegen Mutiris. Sollte da aber nicht mal ansatzweise an die Waffe kommen. Delpan über CT-Base und Spitfire über lang. Will da vermutlich noch irgendwie die Ts auf dem Spot halten. Da vielleicht noch eine Waffe ziehen. Spitfire wird sofort rausgenommen von Killdreams und Delpan jetzt ebenfalls von Killdreams. Und 2-0 für Kick. Ja, mal schauen, wer hier sich qualifiziert, wer die Chance hat, sich zu qualifizieren. Ob Kick oder Team Property. Und wenn wir mal drauf schauen. Aktuell No Sir als einziges Team qualifiziert am heutigen Abend. Im Halbfinale gegen die das neue deutsche Team, glaube ich, war es sogar. Also neue deutsche Team, da rund um Kazuya Pan etc. Tatsächlich ein Team wird, man weiß es nicht, man munkelt. Oh, Spitfire holt da noch einen, aber dann wird er rausgenommen von Killdreams. Fox zieht gegen CDBS rum, macht den ersten, macht den zweiten, ist jetzt heiß gelaufen und Fox mit einem 4K, mit einem schönen Spraydown, da gegen die CDBS holt er die Runde Nummer 3. Thank you.
Und jetzt wird die Mitte rausgegast. Und Spitfire und Emilio entscheiden sich diesmal, Spot zu halten. Und Spitfire fällt. Emilio einmal erfolgreich, zweimal erfolgreich, dreimal erfolgreich auf dem B-Spot. Fox und Mutiris noch. Delpan gegen Mutiris. Fox kann die Bombe durchbringen. Nate sitzt nicht. Und kann Fox es nochmal machen? Nein, Fox kann es nicht nochmal machen. Runde geht an die Schweden. Runde Nummer 1 in der ersten Equip-Round. Also die Schweden sofort im Game. Und wäre ganz wichtig für sie, dann die Folgerunde auch noch zu holen. Kick spielt es nicht direkt auf die Mitte ab. Also sieht es dann nicht direkt auf die Mitte Control hier aus. Versucht zunächst B und lang irgendeinen Pick zu setzen, was nicht erfolgreich war, wo man nicht erfolgreich war, so. Sich da, komm, das ist genau das, was fast jedes Team spielt. Irgendwie kurz Mitte einnehmen und dann irgendwo contacten. Aber Team Property macht das sehr, sehr gut. Spielt sehr, sehr def. Lässt da keine First Picks zu. Und jetzt ist er da. Aber erst 30 Sekunden vor Schluss. Und Spitfire muss da jetzt irgendwie den Spot halten. Delpan noch mit einem wichtigen zweiten gegen Killdreams. Spitfire kann er jetzt noch die Runde doch noch entscheiden. Also sie sah gar nicht so schlecht aus für Kick. Und Spitfire kann da ultra viel Zeit rausholen. Ultra viel Zeit. Auch wenn er jetzt fällt gegen Fox. Aber Fox wieder alleine. Fox wieder alleine und wieder kann er es nicht machen. Runde Nummer 2 für Team Property. Und Delpan mit zwei unglaublich wichtigen Kills da. Wenn er die nicht macht, dann ist es die sichere Runde für Kick. Aber so kann er die beiden Frags ziehen. Spitfire kann auch nochmal einen machen und kann sehr, sehr viel Zeit rausholen. Kick sowieso nur noch 20 Sekunden auf der Uhr gehabt und somit souverän runtergespielt und Kick in die Eco gezwungen. Emilio gegen Raum. Reist, Mutiris und Fox. Alle fallen, alle sehr, sehr vereinzelt. Irgendwo gepiekt wurden. Und damit Ausgleich für die Schweden, die jetzt sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Also Kick tut sich da aktuell wieder schwer. Natürlich, die Portugiesen sind immer mit dabei, fast immer mit dabei. Sind sicherlich auch kein ganz so schlechtes Team, aber dann gegen Jungs wie eben Emilio Delpan, dann wird es auch schwer für sie. Gerade ein Fox, ein Mutiris, ein Killdreams können da im Normalfall zwar mithalten, aber wenn man dann die Tagesform eben nicht hat, dann wird es schwer. Delpan, 39 HP. Vielleicht ein bisschen Glück, dass er da nicht weiter durchzieht. An der Xbox in der Mitte. Nice, kann er Jumpy aus dem Spiel nehmen. Oh,
Emilio kann zwar noch Rome rausnehmen. Spitfire und Delpan. Delpan macht noch zwei. Delpan macht ganz wieder zwei wichtige. Spitfire kann da noch einen losschießen. Mutiris und Spitfire jetzt gegen zwei. Mutiris mit 12 HP. Und das ist mehr als nur holbar. Bombe kann gelegt werden. Jetzt ganz, ganz entscheidendes Duell. Mutiris gegen Spitfire. Und Mutiris muss den Frag ziehen eigentlich. Aber Spitfire macht ihn. Spitfire 28 HP gegen Fox. Und Fox, der ist vielleicht aktuell der konstanteste bei Kick und macht auch den Fracking Spitfire. Vier zu drei, Kick führt wieder. Delpan immer noch mit AWP unterwegs. Kein AWP bei den Portugiesen. Offensiv-Move von Emilio und Spitfire, die die Cutters komplett ausschließen können. Und das ist sehr, sehr gut. Delpan noch in der Mitte. Delpan einmal erfolgreich. Kommt dann gut weg. Delpan sehr, sehr schön gespielt von Delpan. Ist das zweite Mal erfolgreich. Delpan jetzt das dritte Mal erfolgreich gegen Ryze. Delpan fällt dann gegen Killdreams. Emilio Spitfire immer noch die Cutters eingenommen. Spitfire moved jetzt auf B-Spot. Killdreams gegen Z erfolgreich. Aber Emilios, glaube ich, damit rechnet er sogar. Fox setzt den Headshot. Aber Fox ist wieder alleine. Und wieder muss es Fox alleine gegen zwei richten. Gegen Jumpy und gegen Spitfire. Spitfire kriegt jetzt den Kontext. Spitfire müsste ihn sehen. Sieht ihn dann. Hat er Glück, dass die Flash dann richtig kommt. Zum richtigen Zeitpunkt. Und Fox blind war und den Frag nicht ziehen kann. 29 HP noch bei ihm. Es wird ultra schwer zu holen für ihn. Es ist machbar für Fox. Wenn nicht für Fox, für wen sonst gerade? Kann Spitfire da auf 22 HP runterschießen. 20 Sekunden noch auf der Uhr. Jumpy, Spitfire, Jumpy. Ist jetzt bekannt. Jumpy zieht rum und macht den Frag gegen Fox. Ganz sicher. Erneuter Ausgleich. 4 zu 4. Und Fox mit 109er Ping. Also nicht ganz so optimal. Die Pings da bei den Portugiesen. Vielleicht auch deswegen aktuell die Leistung nicht so konstant stark. Eko wieder bei Kick. Schöner Headshot da von Emilio. Delpan Glück, dass er da gerade eben so wegkommt. Verschießt wieder. Sieht man auch nicht so oft bei Delpan. Jumpy fällt. Anlang. Zed darf da eigentlich nicht fallen. Kann die Bombe ansagen. Orientiert sich jetzt Richtung Lang. Richtigerweise macht den Frag gegen Fox. Rome fällt ebenfalls. Ryze jetzt alleine gegen drei. Mit der AWP. Aber das wird kein Problem sein für die Schweden. Das werden sie souverän runterspielen. Eine Minute noch auf der Uhr. Da wird er gleich schon gepusht von Emilio. Hat ihn jetzt im Visier. Ryze fällt. Erste Führung für die Schweden hier auf DDoS 2. Delpan erfolgreich gegen Fox. Heißt. Und Rome im Verbund gegen Jumpy. Delpan verschießt noch einmal. Mutiris. Delpan wieder nicht erfolgreich. Ryze und Mutiris gegen Emilio, Delpan und Spitfire. Und Delpan und Emilio, beide sehr, sehr wenig HP. Emilio nur mit einem HP. Spitfire, schöner Molly on Sport, kann den ersten machen. Und jetzt ist es nur noch Emilio, aber Emilio mit einem HP gegen Mutiris. Sollte jetzt zumindest aufpassen, dass er da nicht in den Molly noch rennt irgendwie. Macht er nicht.
Sucht noch die AWP. Und Runde Nummer 6 für die Schweden. Die, ja, jetzt 6 Runden fast in Folge. Nur eine Zwischenrunde, die sie da abgegeben haben. Kick, wieder nur eine Equip Round, die sie da gewinnen konnten. Runde Nummer 7. Und schnell Richtung B war vermutlich Spitfire und Emilio. Oh, Spitfire kann blind den ersten machen. Emilio ist jetzt komplett wieder da. Emilio macht den nächsten, macht die Bombe down. Spitfire schön zusammengespielt. Und jetzt ist es Mutiris, der auch fällt gegen Delpan. Runde Nummer 7 für die Schweden. Und wieder eine sehr, sehr gute Hälfte. Das war ja eigentlich auch eher, ja, T-lastig. Zumindestens ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Ts. Im Normalfall. Auch wenn die Teams immer wieder, das betone ich zuletzt immer öfter, besser zurechtkommen als CT. Trotzdem, als T immer wieder viele Möglichkeiten, hier die Spots anzugehen. Schöner Doppel-Move. Emilio macht den nächsten gegen Killdreams. Wieder die Cutters eingenommen. Und wieder wenig Geld bei Kick. Wenn sie die Runde wieder abgeben, dann wird es wieder eine Eco sein. Und dann steht es schon eventuell hier 9 zu 4. Und das ist schon wieder, ja, fast zu viel, was man hier abgegeben hat auf Seiten der Portugiesen. Delpan kann die Bombe ansagen jetzt. Und die Runde darf eigentlich nicht mehr zu holen sein. Außer sie holen da vielleicht noch eine Zuckerrunde raus. Fox und Ryst. Fox sicherlich mit der Möglichkeit, sowas zu machen. Fox gegen Z. Fox gegen Emilio. 2-on-2 jetzt. Und da sage ich es eben, es ist ultra schwer zu holen. Und dann holen sie die beiden wichtigen Picks. Fox gegen Delpan. Boah, ne, rechnet nicht mit Spitfire, rechnet nicht mit Spitfire. Spitfire. Schöner Molly on spot gegen Ryst. Wird da rausgemollert, aber Ryst steht dann und macht die Runde perfekt, die Fox so schön vorbereitet hat. Und wenn wir mal aufs Scoreboard schauen, da ist Fox mit 16 Kills ganz, ganz weit oben. Killdreams und Mutiris weit dahinter mit 7. Ryst nur mit 3, Rome mit 5. Aber Ryst gerade ein wichtiger Kill an kurz gemacht gegen Spitfire. Kurz wird angegangen. Und da steht, boah, Doppelsmoke Richtung Kurz. Geht sitzen, Delpan? Boah, Delpan! Fast noch das zweite Mal erfolgreich mit der AWP, aber jetzt gegen Killdreams. Jetzt muss er gegen Kurz eigentlich stehen, aber Z ist dann da. Zweimal Ryst und Fox wieder. Ryst und Fox. Headshot gegen Ryst, 10 AP bei ihm. Fox alleine gegen 3. Aber wenn nicht Fox, wer sonst? Wer sonst am heutigen Abend für Kick? Aber Fox stirbt gegen Spitfire. 8 zu 5 für die Schweden hier als CT. Und Eco bei Kick, die, ja, absolut wieder nicht im Game sind. Gleich als CT wieder was reißen müssen, oder sich nicht qualifizieren werden für die Fragbite Masters Season 3.
Schöner Molly. Verhindert da, dass Mitte rausgegast werden kann. Emilio setzt den Headshot gegen Kill Reamst. Delpan jetzt in der Mitte mit der M4. Zieht rum, macht den ersten gegen Mutiris. Zieht nochmal rum, macht den zweiten gegen Ryze. Und zieht jetzt noch einmal rum mit der USP. Da hat er die Eier. Und geht aufs Knife. Er geht tatsächlich aufs Knife. Und er tut ihm den Gefallen. Und Fox läuft rein. Und Delpan mit dem Knife-Kill gegen Fox. Da wollte Fox sich nicht lumpen lassen. Zieht auf Knife. Ja. Aber Delpan souverän. Macht ihn. 9:5 für die Schweden. Und in der letzten Runde hat man gekauft, was geht. Viermal, dreimal Galil, einmal Akanu mit Kevlar. Emilio pusht die Katas, kann Gildrins rausmachen und kann auch mal Ryze rausnehmen. Ach, den muss er eigentlich ziehen, Ryze. Den darf er niemals abgeben, den Frag da. Und somit eine zweimal Überzahlsituation. Rome nur noch mit 6 HP unterwegs. Und Fox anlagen. Fox anlagen. Rausgenommen von Jumpy. Rome. Rome und Mutiris. Rome mit 6 HP unterwegs. Mutiris mit dem Headshot gegen Zed. Mutiris ist jetzt on spot. Kriegt den Headshot. Fällt. Und jetzt Rome mit 6 HP fällt auch. 10:5 für Team Property. Wieder eine sehr, sehr souveräne erste Runde für die erste Halbzeit von den Schweden. Die hier jetzt alles in der Hand haben, um das 2:0 klar zu machen. Um hier sich für die Fragbite Masters die Season Nummer 3 zu qualifizieren. Und mal sehen, ob es direkt in der Pistol losgeht. Wenn man die Pistol holt und die Folgerunden, dann steht es hier 13:5 und da wird es richtig schwer. Da wird es richtig schwer für Kick nochmal zurückzukommen. Also die Pistol sollte es dann schon doch noch werden bei Kick. Ryze kann keinen Headshot setzen. Jetzt kann er den Headshot setzen. Muss den zweiten eigentlich auch noch setzen. Ryze mit dem nächsten Headshot gegen Spitfire. Das ist dann schön geaimt von ihm. Emilio, Delpan und Jumpy. Delpan kann den Headshot setzen. Bombe wird gelegt auf B. Oh, Emilio hat da vielleicht eine ganz, ganz wichtige Position. Ist bekannt. Muss da eigentlich den Frag setzen. Delpan und Jumpy. Jumpy mit dem ersten. Killdreams noch mit Low HP. Da spielen sie jetzt gut. Da warten sie auf den Katas. Mate. Katas. Oh, der macht da keinen Frag. Und Katas kommt raus. Fox gegen zwei. Fox zwei Gesichter. An zwei Bobs, wollte ich gerade sagen. Und holt die First Round. Der Defuse geht durch. Und hat er da einen Double Kill gemacht? Der Defuse geht gerade ebenso durch. Wow, was hat Fox da für ein Gesicht gedrückt? Zwei Gesichter. Fox wieder die Pistol entschieden für Kick. Ja, und ohne Fox stand es hier wahrscheinlich schon 16:0. Vielleicht nicht 16:0, aber dann stand es hier vielleicht, ja, 14:1 oder sonstiges. 15:1 vielleicht. Lang wird jetzt gegast. Mutiris reist. Mutiris nochmal. Und Jumpy gegen 5 alleine. Nach dem Bombplant. Delpan mit der AWP unterwegs. Versucht da Mitte sofort schnell eingenommen. Jumpy versucht auf A-Spot noch irgendwas abzuaimen. Hat da keinen Pick setzen können. Und hielt sich jetzt auch zurück Richtung Lang. Delpan Richtung Kurz mit der AWP. Mal schauen, ob er da vielleicht einen Pick setzen kann. Wird aber auch sehr, sehr früh noch abgesmoked.
vielleicht ein Ticken zu früh. Oder vielleicht genau im richtigen Moment. Und Delpan, der geht die Mitte raus. Der hat das Selbstbewusstsein aktuell. Oh, hat aber dann unglückliches Timing gegen Mutiris. Set, wichtiger Shot da. Emilio ebenfalls gegen Rome, erfolgreich. Mutiris, kann er da vielleicht sogar noch einen Pick setzen? Er pusht hinter Emilio her, macht den Frag gegen Emilio. Der war ganz, ganz wichtig. Bombe ist down. Jumpy und Spitfire gegen 3. Bombe kann jetzt gelegt werden. Jumpy, Spitfire, ganz, ganz wichtiges Duell in den Cutters, dass er für sich entscheiden kann. Aber hat gleich vielleicht ein bisschen Timing-Pech. Hat es jetzt mitbekommen und kommt da ganz erstklassig, kommt er da weg. Mutiris. Mutiris gegen Jumpy. Mutiris, 40 AP. Oh, Jumpy spielt das ultra gut, aber Mutiris macht den Frag. Überlebt mit 6 AP. Oh, wieder so eine unglaublich glückliche Runde für Kick. Aber trotzdem, sie holen die Equip Round hier, für sie, können diese für sich entscheiden. 10 zu 8 und kommen ran an die Jungs von Team Property. Die jetzt wieder in die Eco gezwungen worden sind. Wahrscheinlich, ja, CZ viermal. Was schnelles Spielen. Bombe orientiert sich Richtung B, Katas. Eventuell vielleicht auch schnell Mitte raus. Eventuell einen schnellen B-Split. Fox verschiebt von der Mitte sofort. Das wäre der vermutlich ideale Zeitpunkt, jetzt den B-Split anzugehen. Und wenn da jetzt das Smog für, genau, CT-Base kommt. Rome darf da nicht so viel machen. Rome macht gar nichts. Und jetzt ist es Killdreams. An Killdreams liegt es jetzt vielleicht sogar die Runde mit zu entscheiden. Und jetzt muss der Retake sogar kommen. Jetzt muss der Retake erfolgen. Bombe kann gelegt werden. Wird jetzt auch gelegt von Spitfire. Mutiris, ganz, ganz wichtig, Jumpy da rauszunehmen. 3 gegen 3. Der Retake mehr als nur möglich für Kick. Fox. Und Emilio macht 2 in den Cutters gegen Fox jetzt. Oh, zieht er mal rum, Emilio. Der hat Eier aus Stahl. Juckt ihn gar nicht, ob da die AWP steht. Der flasht einmal raus, geht raus, setzt den Headshot und holt Runde Nummer 11. Die Eco für Team Property, für die Schweden. Hier auf D, das 2. Und die brauchen jetzt noch 5 Runden, um hier gegen Kick das 2 zu 0 zu machen und alles klar zu machen. Fox mit der AWP, der Rest in der Eco. Schöne Nate, die sitzt doppelt gegen Rome und gegen Fox. Boah, die kam perfekt. Also, ein Musterbeispiel von der Nate. Und Mutiris und Killdreams. Killdreams kann zwar noch einen machen, Emilio setzt aber den Refrag und jetzt ist Mutiris mit der USP. Und Delpan durch die Door in den Kopf. 12 zu 8 für Team Property. Fox, First Pick gegen Delpan an Lang. Tieres. Fällt wieder die Eco auf Seiten der CTs. Killdreams fällt auch.
Schauen, ob Rome damit der Deagle auf B noch irgendwas anrichten kann. Kann er nicht. Fox und Reist. Reist auch mit Pizza 50 bekannt. Fox jetzt auch bekannt. Fox alleine mit 38 AP, da wird er nicht mehr viel anrichten können, was vermutlich. Und macht trotzdem noch den Shot gegen Emilio und geht dann konsequent die AWP safen für die nächste Runde, wo man dann wieder geschlossen kaufen werden kann. Kaufen kann, so. Kaufen wird. Nicht der Mix aus beidem, Herke. Ja, Spitfire und Jumpy werden jetzt auch die Waffen durchbringen. Fox, die AWP. Und auch Spitfire, die AWP. Und Jumpy mit der AK. 13 zu 8 für Team Property. Drei Runden brauchen sie noch. Aber jetzt sieht man, drei Runden in Folge geholt. Und wenn Kick die nächste Runde wieder verliert, dann muss man wieder in die Eco. Also Kick tut jetzt ganz gut daran, hier mal die eine oder andere Runde auch in Folge zu holen. Nicht nur immer die Pistol und die Folgerunden zu holen. Emilio kriegt eine super Flash für kurz. Mutiris. An der CT schrägen Reist. Richtung lang orientiert. Und die anderen beiden Richtung B. Und mal schauen, wozu sich jetzt Team Property entscheiden wird. Mutiris ist da gut weggeflasht. Wird da schön geholt. Emilio nochmal gegen Reist. Erfolgreich gegen Rome. Erfolgreich. Killdreams da alleine auf dem B-Spot und Bombe orientiert sich Richtung A und das ist Runde Nummer 14 für die Schweden, Runde Nummer 14 für Team Property und Kick muss jetzt wieder in die Eco, wird wieder in die Eco gezwungen, Delpan jetzt noch gegen Killdreams, Killdreams fällt gegen Emilio, ganz ganz starke Runde, Emilio mit dem Ace gegen die Portugiesen und damit 14 zu 8 ohne Anti-Eco zur 15. Runde vermutlich, außer Kick will jetzt hier doch nicht auf Draw spielen, was sie aber vielleicht tun sollten. Was sie auch tun werden. Nur Row mit der Scout. CZ, Deagle, P250 und nochmal die CZ unterwegs. Bei Kick, bei den Portugiesen. Schneller, lang, go. Schnell, lang rausgegast. Erster Frag von Z. Zweiter von Jumpy und Emilio mit dem dritten gegen Reist. Delpan jetzt im Duell gegen die Scout in der Mitte. Hat dann Glück, dass er dann noch wegkommt. Gute Flashes. Zieht dann rum. Und kommt weg. Einzige, was er damit erreichen wollte, hat er geschafft. Schön gespielt von Delpan. Sehr, sehr sicher gespielt. Rome und Killdreams. Richtung lang orientiert. Runde wird an die Schweden gehen. Runde Nummer 15. Overtime gesichert. Killdreams mit dem ersten Deagle Headshot. Der zweite sitzt nicht. Rome. Mit der Scout wird jetzt gepusht. Schöner Shot gegen Delpan. Muss dann in den Reload und Jumpy zieht nach. Holt den Refrag. Runde Nummer 15 für Team Property. Und Kick muss jetzt jede Runde holen, um sich doch vielleicht doch noch auf die letzte, auf die Decider Map zu retten. Oder eben nicht. Oder eben doch Team Property, die sich souverän mit einem 2-0 qualifizieren können. Wir werden sehen. Fox offensiv mit der AWP in die Cutters. Oh, da kriegt er von Spitfire jetzt Besuch. Fox gegen Spitfire. Die Flash gegen den eigenen Teammate. Und Fox wird von Jumpy aus dem Spiel genommen. Ja, und Fox, der zumindest ansatzweise versucht, irgendwie Kick durchzucarryen, fällt und hat dadurch Kick extrem gesplittet. Aber Team Property will es dann nicht erzwingen. Warten da gemütlich auf den nächsten Pick, den sie setzen können. Und Emilio mit einem Spiel, was seinesgleichen sucht. 37, 7, 12. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Set gegen Rice, Mutiris mit Retrack. 3 gegen 3 Situation. Aber Emilio ist noch on fire. Genauso wie Delpan. Beide mit einem sehr, sehr schönen Match.
Smoke liegt jetzt. Flash kommt. Bombe kann durchgehen. Och, Emilio und Spitfire. Zusammen gegen Rome. Emilio! Und Delpan rettet ihn. Delpan rettet ihn in dieser Situation. Und jetzt ist es nur noch Killdreams gegen 3.